Süddeutschen Leitlinien und E-Gartenunterhalt. Welcome at ACTV. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist und dies ist mein Kanal. Bei E-Gartenunterhalt ist in den Süddeutschen Leitlinien ab Punkt 15 ausgeführt wie folgt. Richtet sich immer nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Ja, der Bedarf des E-Garten beträgt mindestens 880 Euro. Wobei eben Halbteilungssatz, ja, 90% des Einkommens von jedem E-Garten sind zu berücksichtigen und vom kumulierten Gesamteinkommen die Hälfte steht jedem E-Garten zu. Ja. Natürlich wird Kindesunterhalt vorher abgezogen, weil der vorrangig ist. Und man kann natürlich, wenn Millionäre da sind oder sehr hohe Einkommen, dann das Ganze noch abändern. Dass Altersvorsorge, Krankenpflegeversicherung vorherweg abzuziehen sind, versteht sich eigentlich von selber. Die Bedürftigkeit, ja, ergibt sich immer, wenn eben eigene Einkünfte des Berechtigten nach Abzug von Nettoerwerbseinkommen und dem erwerbstätigen Bonus vermindert, dann kein Betrag mehr zur Verfügung steht. Ja, Rechenbeispiel ist ausgenannt. Erwerbsobliegenheit. Keine Erwerbsobliegenheit bis zur Veränderung des dritten Lebensjahres steht in den Süddeutschen Leitlinien, nicht im Gesetz. Ja. Danach nach den Umständen des Einzelfalls, also bis 12 hätte ich jetzt gesagt Halbtagstätigkeit, darüber hinaus vielleicht auch Ganztagstätigkeit. Hängt aber auch von den sonstigen Betreuungssituationen zusammen. Weitere Unterhaltsansprüche, ja, Bedarf 1615 L BGB, ja, der Bedarf aus den ehelichen Lebensverhältnissen, Lebenspartnerschaften, Elternunterhalt, dann Selbstbehalt, das ist vielleicht der wesentlichste Punkt ab Nummer 21, ja, Nichterwerbstätige 880 Euro, Erwerbstätige 1080 Euro. Kosten Unterkunft und Heizung 380 Euro, je nach Wohnmarkt, gerade in den Großstädten muss man da natürlich etwas anpassen. Ja, gegenüber Kindern, volljährigen Kindern 1300 Euro Selbstbehalt, 450 Euro Unterkunftskosten. Ansonsten sonstige Anspruchsberechtigte 1200 Euro gegenüber den Eltern, also wenn man für seine eigenen Eltern Unterhalt leisten muss, 1800 Euro. Gegenüber Großeltern, Enkeln 1800 Euro, E-Garten Mindestselbstbehalt 1200 Euro. Ja. Ansonsten sind da noch viele Geschichten ausgeführt zum Mangelfall, aber das sind für mich kleine Geschichten, am Ende sogar noch, wie man aufrundet. Es wird also auf volle Euro aufgerundet, nicht auf entsprechende Cent nach kaufmännischen Regeln. Lest euch einfach mal die Süddeutschen Leitlinien durch, ich kann es euch nur empfehlen, weil manche Fragen von euch beantwortet werden. Wichtig eben nochmal, das habe ich ganz am Anfang gesagt zu dem Thema, ihr müsst bei der Düsseldorfer Tabelle einfach die Anmerkungen streichen und die durch die Leitlinien eurer Oberlandesgerichte ersetzen. Entsprechende Links zu den Leitlinien unten in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich weiß, es ist ein bisschen viel, effektiv auch nicht so viel zum Erklären, weil sich die vielen Dinge eigentlich von selber ergeben und aus dem bloßen Wortlaut der Leitlinien. Schaut es euch einfach an, lest es durch, das möchte ich mit diesen Videos erreichen. Bitte Like oder Share. Ansonsten sehen wir uns. Servus.